Hallo zusammen und willkommen zu einem hoffentlich nicht ganz so explosiven Teil. Ich möchte heute zumindest nicht in die Luft fliegen. Das Einzige, was explodieren darf, sind die gegnerischen Raketen irgendwo in der Luft, aber nicht zu nah an uns dran. Wir kümmern uns heute um die Gegenmaßnahmen. Für die Gegenmaßnahmen haben wir zwei relativ coole Systeme an Bord und wir fangen direkt mit dem ersten an. Das ist nämlich das System, welches uns Täuschkörper ausstoßen lässt. Das ist unser UV-26-Panel hier oben. Damit können wir Flares ausstoßen, also Hitzefackeln, die dafür da sind, infrarot gelenkte Raketen abzulenken. Wir haben Flare-Ausstöße an beiden Flügelspitzen hier in der Außenperspektive relativ gut zu sehen. Dieses Gitter mit den runden Löchern direkt neben dem Positionslicht mitten im Flügel drin. Das haben wir auf der anderen Seite so äquivalent und da kommen halt ja, die Flares raus. Die Flares sind, wie schon gesagt, Hitzefackeln, die leuchten tierisch hell und machen ziemlich viel Hitze und sind halt dazu da, gegnerische infrarot gelenkte Raketen abzulenken, indem sie eine heißere Quelle darstellen, als unser Triebwerk es ist. Und mit diesem schicken Panel hier oben kontrollieren wir, wie und in welcher Form die Flares ausgestoßen werden. Es ist nicht so, als dass ich hier auf Start drücke, also doch, jetzt momentan ist es so, wenn ich hier auf Start drücke, dann fliegt eine Flare raus aus der Seite, die ich gewählt habe und das war's, aber wir können uns hier noch relativ komplexe Sequenzen programmieren, die dann auch je nachdem unterschiedlich gut sein können. Und das machen wir jetzt auch. Zuvor allerdings noch, das hier hinten ist die Steuerung für unser UV-26 im Sinne von Strom. Wir haben ja den Schalter hier schon bei dem Startup mit angemacht und wir können den Schalter hier auch auf Test legen. Dann, ja, das ist so ein Bit-Test für das UV-26-Panel und hier steht jetzt nicht mehr 064 drin, sondern 990. 99 heißt so viel wie der Test ist okay, also das Gerät funktioniert. Wir können hier unten als Beschriftung schon lesen 99 und nix Autocontre. Autocontre heißt, denke ich mal, irgendwie Autocontrol oder sowas. Auf jeden Fall, ja, oder besser übersetzt mit Selbstkontrolle, also Test. Und das heißt so viel wie, wenn vorne eine 99 steht, dann ist der Test okay, das haben wir. Hinten die Stelle scheint egal zu sein, da ist momentan eine 0. Da könnte sonst was stehen. 99 Test läuft perfekt, dann machen wir den wieder aus, machen den Schalter wieder runter und ich zoome jetzt mal ein bisschen hier an das Panel ran und stopp auch mal das Zittern von meinem Kopf. Hoppala. Hey, jetzt muss ich noch das Zittern mit der Hand auch noch stoppen können. So, und wir schauen uns jetzt mal die ganzen Schalter an, die wir denn hier so haben. Und wir haben zum Beispiel oben den Side-Schalter. Wenn ich hier mal den umlege, seht ihr, hier ist ein Lämpchen umgesprungen. Ja, von dieser Position über dem L für links auf diese Position über dem R für rechts. Zusammen mit dem Begriff Side könnte man sich schon denken, was das macht. Vollkommen korrekt. Wir wählen hiermit unsere Auswurfseite. Also wir wählen hiermit die Seite, von der aus wir die Flares ausstoßen möchten. Jetzt gerade würden sie aus unserem rechten Flügel rauskommen. Wir können ihn auch in die Mitte stellen. Dann kommen die Flares aus beiden Flügeln raus. Und wenn er nur auf links steht, dann kommen sie halt nur links raus. Ihr seht auch, dass sich die Zahl hier in der Mitte verändert, zwischen links und rechts nicht, aber in der Mitte. In der Mitte ist es zufällig genau die Summe aus links und rechts und damit können wir uns auch schon wieder herleiten, was das wohl tun mag, beziehungsweise was das uns wohl anzeigt. Das zeigt uns die Anzahl an verfügbaren Täuschkörpern an. Wir haben also links 64, rechts 64 und beide zusammen natürlich 64 plus 64, also 128. Das ist natürlich nicht das Einzige, was das Gerät Tolles kann. Nein, wir können auch noch diesen Schalter umlegen. Die Beschriftung hier drauf lautet momentan Quant für Quantität und ja, die andere Seite ist Num. Vollkommen korrekt, auf Num zeigt es uns eine Nummer an. Hahaha. Diese Nummer ist natürlich nicht irgendeine Nummer, sondern diese Nummer ist die einprogrammierte Sequenz. Momentan 110 und wenn ich hier einmal drauf drücke, habt ihr gehört, da ging genau ein Täuschkörper raus. Diese drei Zahlen haben alle unterschiedliche Bedeutung und diese drei Zahlen können wir auch mit den Knöpfen hier unten verändern. Also ja, wir können hier einfach durchschalten und wir können es auch mit diesem Knopf auf das Standardprogramm 110 resetten. So, was heißen die Zahlen jetzt eigentlich? Die erste Zahl gibt uns die Anzahl an Sequenzen an, die dieses Programm durchführen soll. Wir haben jetzt gerade schon gesehen, bei 110 geht genau eine Flare raus. Ist richtig, wir haben eine Sequenz.
Die zweite Zahl gibt uns an, wie viele Täuschkörper pro Sequenz rausgeschmissen werden sollen, in dem Fall einer. Die dritte Zahl gibt, und das ist für dieses Programm irrelevant, das Intervall zwischen den Sequenzen an. Also das könnte ich hier auf irgendwas stellen, das hat keinen Einfluss. Ihr seht, da geht immer noch nur ein Täuschkörper raus. Die dritte Zahl hätte erst einen Einfluss, wenn ich die erste verändern würde. Soweit klar, wir haben eine Sequenz mit einem Täuschkörper. Wenn ich jetzt zwei Sequenzen mit einem Täuschkörper mache und da auch mal ein Intervall von einer Sekunde zwischenlege, damit man es besser hört. Habt ihr gehört, da gingen zwei raus. Mit einem Versatz von einer Sekunde. Ihr habt auch schon gesehen, mit dem Knopf hier steuere ich dann das Intervall. Mit dem Knopf hier sage ich die Anzahl an Sequenzen. Jetzt würden drei Sequenzen laufen mit einem Täuschkörper und einer Sekunde Versatz. Und hiermit steuere ich die Anzahl an Täuschkörper. Hiermit würden jetzt drei Sequenzen laufen mit acht Täuschkörpern, die gleichzeitig ausgeschmissen werden würden und einer Sekunde Versatz dazwischen. Also würde es jede Sekunde ein riesiges Chock machen oder wie auch immer man das Geräusch aussprechen möchte. Mit diesem Knopf hier unten, wie gesagt, resette ich das Ganze wieder und der Stopp-Knopf, da passiert natürlich nichts, aber wenn so ein Programm mal läuft, ich meine, wenn wir uns hier mal zum Beispiel acht Sequenzen einstellen mit einem Versatz von drei Sekunden und das läuft ja eine ganze Zeit. Und da könnte ich dann hier mit dem Knopf das einfach wieder stoppen. So, das ist natürlich noch nicht alles. Ihr seht, die Schalterbeschriftungen, die sind relativ komisch. Wir haben 4, 5 in Klammern 12, 6, 7 in Klammern 15, 8, ja, und hier nochmal dasselbe. Und auch hier oben drüber steht was Komisches. Ich glaube, das hier oben drüber kann man noch am ehesten interpretieren. Ihr seht, zwei freie Felder und 0, also wenn hier eine 0 drin steht, dann ist das für die Sequenzen ein Intervall von 0,125 Sekunden und das ist echt verdammt schnell. Habt ihr gehört, das waren 8x8 Täuschkörper mit einem Versatz von 0,125 Sekunden. Das ist wirklich, das ist ein ziemlich übler Ausstoß. Genau so könnt ihr diese Zahlen hier hinten interpretieren, 0,25 Sekunden. Sind gegeben, wenn ich hier die 7 anwähle. Also 6 und 8 ist noch normal, die 7 sind allerdings nicht 7 Sekunden hier, sondern 0,25 Sekunden und die 9 sind nicht 9 Sekunden, sondern 0,5 Sekunden. Können wir auch ganz einfach testen. Wenn ich das mal hier auf die 9 stelle, würden wir jetzt 8 Sequenzen erwarten mit jeweils einem Täuschkörper und zwischen den Sequenzen eigentlich 9 Sekunden. Ist aber nicht so, ist eine halbe Sekunde, können wir uns anhören. Habt ihr gehört, das waren definitiv keine 9 Sekunden dazwischen und genau so, wenn ich das hier auf die 7 stelle, wären es 0,25 Sekunden und hier oben steht halt noch, dass die 0 eigentlich ja nicht 0 Sekunden sind, sondern 0,125. Selbes gilt hier bei der Anzahl an Sequenzen. Die 4 ist noch normal, die 5 steht für 12 Sequenzen, also wenn ich hier eine 5 einstelle, sind das jetzt nicht 5 Sequenzen, sondern 12. Die 6 ist wieder normal und die 7 ist laut Schalterbeschriftung keine 7 Sequenzen, sondern 15 Sequenzen. Das sind also die ja, Sonderfälle, sage ich jetzt mal. Im Prinzip, wenn ihr das auf dem Standardprogramm lasst, dann ja, habt ihr halt diesen, müsst ihr euch eigentlich nur diesen Startknopf mappen, sage ich jetzt mal. Aber ihr könnt damit halt auch deutlich kompliziertere Sequenzen einstellen. Und wie ich gerade nochmal hier unten bin, ihr seht hier, wenn wir vorne 0 einstellen, ist das continuous. Das heißt so viel wie durchgängig. Also wenn ich hier eine 0 einstelle und dann nehmen wir mal eine Sekunde Versatz, wenn ich den jetzt starte. Ihr hört, der schmeißt wirklich, ja, wie da unten schon steht, kontinuierlich Täuschkörper raus und dann muss ich hier definitiv auf Stopp drücken, damit er aufhört. Natürlich würde er aufhören, wenn wir hier leer wären, aber wir haben ja noch 38 Stück. Dieses Programm, das 011, das fliege ich persönlich relativ gerne. Ich habe es lieber, wenn ich irgendwie die Kontrolle habe, wann was gestartet, wann was gestoppt wird. Und so weiß ich, wenn ich hier auf Start drücke, wird jede Sekunde ein Täuschkörper rausgeschmissen. Und wenn dann doch mal mehr oder schneller hintereinander rausgeschmissen werden muss, ja, dann stelle ich sie halt noch auf 7 oder auf 9 oder gar auf 0.
Weil auf Null habt ihr ja wirklich... Ihr hört, wie schnell die Dinger hier rausgejagt werden, ja? So fliege ich meistens mit 0, 1 und ja, entweder 1, 7, 9 oder 0. Stellt euch das so ein, wie ihr gut klarkommt. Also hier kann ich euch nur den Tipp geben, lasst euch mal wirklich beschießen. Das werden wir jetzt gleich auch nochmal testen. Also stellt euch mal wirklich irgendwo eine Stinger hin, lasst euch beschießen, guckt, mit welchem Programm ihr gut klarkommt. Ich stelle das für gleich jetzt schon mal auf 9 ein. Die Zeit auf links. Und Achtung, so, Hallöchen, da bin ich wieder. Die Seite ist natürlich auch relativ kritisch, von der aus ihr die ausstößt. Das kommt darauf an, in welche Richtung ihr abdrehen werdet. Und das ist stark vom Gelände abhängig. Ich habe uns hier vorne mal eine Stinger hingesetzt. Die Stinger sind wärmesuchende Raketen, die allerdings auch relativ einfach zum Ablenken sind. Ja, mal gucken, ob ich die Herren jetzt so spontan finde. Da sind sie. Da stehen zwei Stück einfach auf der Runway von Groom Lake rum. Beziehungsweise ein Werfer und ein Com-Typi. Und die werden uns dann gleich behaken. Wir sind gerade noch knapp außerhalb deren Reichweite. Werden da aber gleich mal reinfliegen. Und ich lege für mich jetzt schon fest, dass ich gleich nach rechts abdrehe, wenn die schießen. Das heißt wiederum, ich stelle das hier oben auf die linke Seite, dass meine Flares nach hier rausgefeuert werden, denn ich möchte die Rakete von mir fernhalten. Wenn ich nach rechts abdrehe und rechts die Flares rausschieße, müsste die Rakete noch ja, unter dem Bauch von mir durch und damit kommt die mir schon ziemlich nahe und wenn ich Pech habe, trifft sie mich dann auch. Wenn ihr euch natürlich nicht sicher seid, dann stellt das Teil hier einfach in die Mitte und haut halt aus beiden Seiten Flares raus. Das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch in dem Moment. Denkt nur dran, ihr habt natürlich auch nicht unendlich viele. Also 64 Stück ist pro Seite eigentlich schon genug, aber die können auch genauso schnell weggehen. So, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir lassen uns jetzt mal aktiv beschießen und für die Dauer dieses Tutorials werde ich die Typen hier unten auch nochmal quasi in den Zoom nehmen. Also einmal auf sie aufschalten quasi. Wie weit sind wir denn gerade entfernt? 5 Kilometer, okay. Im Normalfall habt ihr natürlich keine Ahnung so wirklich von wo ihr beschossen werdet. Im Normalfall müsst ihr euch da wirklich auf euren Mark 1 Eyeball verlassen, also auf eure Augen. Denn wenn ihr nicht seht, dass ihr beschossen werdet, dann könnt ihr auch nichts dagegen tun. Ich musste uns mal kurz ein wenig umsortieren. Irgendwie wollten die beiden Infanteristen nicht auf mich schießen. Ich weiß nicht warum. Ich habe über denen gehovert und die ein bisschen getriezt, aber irgendwie das hat alles nichts gebracht. Ich habe uns da mal eine Avenger hingestellt. Das ist im Prinzip dasselbe, nur auf dem Fahrzeug. Also das sind dieselben Raketen, die da rauskommen. Das sind immer noch Stinger, also so mit Hitze suchend Raketen. Und ihr seht es vielleicht schon, der zielt schon auf uns. Ja, wir sehen uns da hinten so ganz klein, noch als kleinen Punkt zwischen den beiden Antennen durch. Wir sind schon in seiner Reichweite, beziehungsweise wir kratzen gerade so dran. Und ich lasse euch den unten auf dem Squall, dass ihr den Abschuss seht. Programm 019 ist eingestellt. Ich mache den Auto-Hover raus, Altitude Hold raus. Und wir wollen dann mal ein bisschen darauf zufliegen und den mal ein bisschen ärgern, den guten Kollegen da unten. Sobald wir sehen, dass der schießt, werde ich das Ausstoßprogramm starten und nach rechts abdrehen. Ja, dieses Abdrehen gehört natürlich auch mit dazu. Das ist natürlich auch super wichtig. Weil ohne das Abdrehen würde die Rakete ja auf euch weiterfliegen und dann wäre es eine 50-50-Chance, ob die euch trifft oder ob die auf den Täuschkörper geht. Wir möchten die Chancen erhöhen und von dem 50-50 mehr zu unseren Gunsten hinlenken, indem wir nun mal dann abdrehen. Langsam sollte es soweit sein. Da hat er geschossen. Programm starten, hart rechts wegdrehen. Am besten auch Höhe verlieren. NOE pflegen, also Nap of Earth. Haltet euch da wirklich an den Boden. Ich stelle auf Mitte, da ich keine Ahnung habe, ob der noch ein paar Raketen schießen wird. Und das wird er vermutlich tun. Weiter runtergehen und davon wegdrehen. Schön in Bodennähe bleiben. Öfter nochmal ein paar Täuschkörper rausstoßen, solange bis wir uns sicher sind, dass wir wieder außerhalb seiner Reichweite sind. Und das sollte jetzt eigentlich der Fall sein. Wir sehen es da unten auf dem Abrams. Hier wird langsam schon, hier werden wir schon langsam von Gelände maskiert.
Ja, und das eigentlich so zum Gegenmaßnahmenpanel und zum Abdrehen. Jetzt, wo wir wieder hochgestiegen sind, wir haben uns gerade wieder ganz knapp außerhalb der Reichweite positioniert. Aber er tut gerade nichts. So viel dazu. Wir schauen uns das Ganze nochmal eben in TechView an. Falls ihr TechView nicht kennt, das ist ein kleines, cooles Programm, was so die Analyse der Flüge im Nachhinein neu erlaubt. Und ja, da sieht man immer eine ganze Menge, was so passiert ist. Ich kann hier die Maus nehmen, die Ansicht bewegen und ja, wir sehen unseren K-50, wir sehen die Avenger. Und wir springen mal einfach ein bisschen nach vorne, da fliegen wir langsam los. Und hier sollte uns sie auch schon so langsam beschießen. Einfach nur schon mal, dass wir sehen, dass sie wirklich geschossen hat. Wobei ich uns vermutlich gerade eben auch die Ansicht eingeblendet habe. Und da geht's los. Da kommt die erste Stinger. Ich drehe ab. Die Flares gehen nur auf der linken Seite raus. Und wir sehen, die Stinger hat sich voll davon in die Irre führen lassen. Da bin ich schon gut abgedreht. Die nächste Stinger aus Reflex, wieder Flares raus, diesmal zu beiden Seiten und wir sehen, die lässt sich sogar noch durch die ersten ableiten. Die waren noch in der Luft, da war genug Zeit, da kommt direkt noch eine Stinger hinterher. Wieder Flares raus und die war schon echt knapp. Also die letzte, die können wir uns nochmal im Detail angucken. Die hat, TechView hat das sogar als Treffer erkannt, wie ihr hier seht, diese Box drumherum. Die Stinger ist nämlich einfach nur kurz unter uns explodiert, also so richtig kurz unter uns. Zack, die ist nämlich vor uns, unter uns in den Boden eingeschlagen und das hat TechView als Treffer ja, erkannt quasi. Ich denke mal, dann hat ICS das auch als Treffer erkannt, aber wir haben so im Flug eigentlich nichts davon gemerkt, also das muss echt ganz, ganz knapp gewesen sein. Die letzte war echt nicht mehr schön. Aber daher seht ihr auch, warum es wichtig ist, tief zu fliegen. Und natürlich war das hier auch eine extrem unvorteilhafte Position. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, das ist ja einfach nur freies Feld hier. Hier ist ja nichts. Eigentlich wäre es besser gewesen, nach links abzudrehen und hier die Berge zu nutzen zum Maskieren und dann eine schöne Deckung begeben. Eigentlich war es hier doof, nach rechts abzudrehen, aber ja, das Tutorial und so, ne? Da machen wir ja noch nicht so wirklich Taktik. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum ich mir das eigentlich ausgesucht habe, nach rechts abzudrehen. Irgendwie hatte ich Lust, nach rechts zu fliegen. So. Gut. Neben dem Countermeasure-Panel oben rechts, was wir gerade schon durchgenommen haben, haben wir natürlich noch ein Panel oben links vergessen. Unser L140, so heißt es. Dieses Panel oben links mit den vier schönen roten Leuchten, das hatten wir ja auch schon beim Startup, wenn wir nochmal nach hinten rechts gucken, angemacht hier hinten mit diesem Schalter. Und das läuft natürlich erst, wenn diese grüne Lampe hier hinten leuchtet. Das braucht ein bisschen Vorlaufzeit. Und wir befinden uns ausnahmsweise mal auf einem Multiplayer-Server. Ihr seht vielleicht gerade links bei mir im Bild dieses Briefkasten sowohl mit den Zahlen steigen und das zu meiner Rechten. Na, da ist er, da muss ich über die Scheibe gucken. Das ist der Lino, den habe ich mit ins Boot geholt. Den kennt ihr vielleicht von seinem Luft-Luft-Lenkflugkörper-Guide. Den werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Und der hilft mir jetzt, mich ein bisschen anzulasern. Ja, grüß euch. Schick, dann legen wir doch auch direkt los. Diesen Kasten oben hat er ja schon gesehen. Und wenn Lino jetzt einfach mal den Laser anmacht, dann gucken wir mal, was passiert. Wir sehen, unsere Betty kreischt los. Ich richte jetzt mal den Blick oben mal nur aufs Panel und stelle mal das Zittern meines Kopfes ab. So. Und wir sehen, eine rote Leuchte ist angegangen und drei gelbe Leuchten. Die roten Leuchten, das kann man sich vielleicht noch denken, wenn man die so angeordnet sieht. Das gibt uns die Himmelsrichtung an, von uns aus gesehen, aus der der, naja, vermeintliche Angriff kommt. Besser gesagt, die Laserbestrahlung. Das hier ist ein Laserwarngerät. Deshalb auch die schönen roten Leuchten. Jetzt gerade habt ihr gesehen, Lino steht rechts von uns. Die rechte Leuchte ist nur an. Und die beiden Leuchten in der Mitte sind gleichzeitig an. Das könnte man eventuell auch schon anhand der Symbolik erahnen. Das gibt uns die Hemisphäre an, von der der Laser kommt, also von oberhalb oder unterhalb. Wenn beide gleichzeitig an sind, und das haben wir ja gerade auch gesehen, dann ist der Laser auf unserer Höhe. Und naja, Lino steht ja nun mal genau rechts neben uns, also irgendwie logisch. Unter den vier roten Leuchten leuchtet noch eine Lampe mit komischen kyrillischen Schriftzeichen, die ich persönlich nicht entziffern kann. Das heißt so viel wie, der Laser ist im Suchmodus. Es gibt noch eine Lampe, die momentan nicht an ist, ganz unten. Das würde bedeuten, dass der Laser gerade im Lenkmodus ist und eine Lenkwaffe leitet. Das gucken wir uns gegen Ende nochmal an. So, ich mach mal meinen Kopf wieder an, sozusagen. Nicht erschrecken, es wackelt einmal kurz. Zack, da bin ich wieder.
Ihr seht auch, zusätzlich geht noch unser Master Warning Light unten an. Da können wir einmal drauf drücken. Wir haben den Angriff zur Kenntnis genommen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich mich hier einfach mal rumdrehe. Wir sehen nämlich einfach gar nichts. Also die Lampe bleibt einfach so stehen, wie sie ist quasi. Wenn ich jetzt Lino auf meiner 12 Uhr Position habe, da ist der Laser kommt für das Gerät immer noch von rechts. Das soll so nicht sein. Lino, laserst du noch? Nein, der Laser ist aus. Dann laser doch nochmal. Laser an. Und wir sehen, jetzt hat sich die 12 Uhr Lampe auch noch dazu angeschaltet, aber der denkt immer noch, da kommt was von rechts. Das ist einer der Nachteile des Geräts, denn wir sollten das, und dafür gibt es diesen Reset-Button unten rechts, in regelmäßigen Abständen einmal resetten. Wenn ich hier mal drauf drücke, werden alle Lampen resettet, und wenn Lino mich jetzt nochmal lasert, sollte nur die 12 Uhr Lampe angehen. Mach ruhig nochmal. Ja, da kommt's. Und wir sehen natürlich wieder gleiche Höhe, diesmal von 12 Uhr. Und ja, das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis dieses Geräts. Ich drehe mich jetzt nochmal 45 Grad nach links. Das sollte hoffentlich reichen. Ja, in 30 Minuten wird der Server neu starten. Ich denke, das schaffen wir. Resette nochmal und Lino, du darfst mich nochmal lasern. Jetzt seht ihr, gehen beide Lampen an, also die obere und die rechte. Das heißt für uns so viel wie der Angriff kommt von vorne rechts. Und damit ihr es auch nochmal gesehen habt, werde ich jetzt nochmal ein bisschen Höhe gewinnen. Beziehungsweise, nein, wir machen das mal anders. Lino, du hast mich noch gut im Blick von da hinten, oder? Ja, ja. Dann drehe ich dir jetzt mal meinen Bauch zu und du darfst mich jetzt nochmal lasern. Laser an. Ihr seht, jetzt ist nur die untere Hemisphäre angegangen, obwohl Lino eigentlich mit uns auf einer Höhe ist. Das ist natürlich dem verschuldet, dass das Gerät immer von unserer relativen Position ausgeht. Also das Gerät kennt unsere eigene Attitude nicht, sondern denkt in dem Moment, dass das Ziel unter uns wäre. Jetzt entschuldigt die ganze Dreherei. Ich hoffe, ihr seid Achterbahnen gewohnt. Das ist dem Autohaver geschuldet. Ich denke, hier an der Stelle müssen wir nochmal ganz kurz einhaken. Das war ja jetzt gerade doch etwas schnell, oder? Ich glaube, wenn man das noch nie gesehen hat und auch keine vergleichbaren Systeme kennt, wie zum Beispiel das RWR in Flugzeugen etc., dann kann das relativ komisch ausgesehen haben. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach nochmal von außen an, diese ganze Situation mit dem von unten anstrahlen. Von außen, denke ich, wird das relativ deutlich, wenn wir... Naja, wenn wir uns nicht den Horizont gerade vorstellen, sondern wenn wir uns mal vorstellen, dass der Helikopter gerade stehen würde, denn so denkt im Prinzip das System. Und wenn wir uns das so vorstellen, dann denke ich, sieht man, warum der Helikopter denkt, dass wir von unterhalb angestrahlt werden, also von unter unserer Höhe. Ich denke, so ist das eine relativ gute Ansicht, die... ja, hoffentlich einiges klarer machen sollte. Also es kommt natürlich hier auf eure eigene Fluglage an, aus welcher Höhe der Helikopter denkt, dass ihr angestrahlt werdet. Wenn ihr Level fliegt oder einigermaßen Level, also keine allzu große Quer- oder Nickneigung, dann sollte das alles relativ unproblematisch sein. Es wird halt nur in solchen Situationen mit so einer extremen Neigung entweder nach vorne, hinten, links oder rechts ziemlich kritisch. Aber es hat dann auch direkt wieder gemerkt, als der Helikopter gerade gegangen ist, Richtung und obere Hemisphäre. Jetzt müssen wir natürlich wieder einmal Reset drücken. So, ich würde sagen, ich gewinne jetzt doch mal ein bisschen Abstand und dann testen wir noch einmal ganz kurz den Lenkmodus. Und dann wird Lino mich einfach mal beschießen und vom Himmel holen, damit die Folge wenigstens noch mit einer Explosion endet. Sollte das weit genug weg sein? Das sollte eigentlich weit genug weg sein, damit wir die Lampe da oben wenigstens noch mal kurz angehen sehen, oder? Versuch mal zu schießen, Lino. Moment, ich muss dich erst mal aufschalten. Ja, ich hatte schon eine Laser Warning. Ich resette die noch mal. Ja, kann ich gar nicht. Du hast mich voll drin. Wenn wir vorne rechts aus dem Fenster gucken, sehen wir ihn sogar noch und können vielleicht noch die Rakete anfliegen sehen. Ja, da sehen wir unten schnell nochmal die Leuchte, bevor sie uns getroffen hat. Da sehen wir es also auch nochmal im Lenkmodus. Da hat er eine ganze Menge getroffen. Eine Engine ist auf jeden Fall weg. Und für uns würde das heißen Notlanden. Das machen wir aber nicht mehr. Diese Folge für die Notfallprozeduren gibt es noch eine eigene Folge. Ich glaube sogar, das ist direkt die nächste. Von daher
das waren die Gegenmaßnahmen und ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben das Countermeasure-Panel gemacht, haben uns die Flares angeguckt, den Laser-Warner auch und während wir so runtergehen, können wir den ja noch einmal resetten, oder? So. Damit wünsche ich euch was. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann.